Schönen guten Sonntag wünsche ich euch allen. Na, wie geht's euch? Ich hoffe gut, denn diese gute Laune werdet ihr brauchen, um dieses Video hier durchzustehen. Denn ich habe heute für euch Clips am Start, wo man sich danach einfach, ja, schlecht fühlt. Viel Spaß! Okay, fangen wir direkt mit etwas unnormal Gottlosem an. Wer auch immer hier lacht, kommt in die Hölle. My dad died a couple days ago. I was wondering if somebody could like Photoshop wings. Okay, also sie fragt, ob jemand Wings, also Flügel, für ihren verstorbenen Vater photoshoppen kann. My dad died a couple days ago. I was wondering if somebody could like Photoshop wings. Na, das ist gottlos. Wirklich, wirklich, absolut gottlos. Ich distanziere mich davon und ich habe auch nicht gelacht, okay? Also wer auch immer das gefotoshoppt hat, der Bruder hat VIP-Pass in die Hölle gesichert. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Einer meiner Träume ist es auf jeden Fall mal, den Mount Everest zu besteigen. Aber irgendwie habe ich Angst, dass mir sowas passiert. Hey, seriously, is this safe? 50-50. 50-50, what, like... 50% we live, 50% we die? 50-50. Yo, was ist das für ein Gruppenführer? Wie 50-50, dass ich überlebe? Ich wollte doch nur ganz entspannt auf einen Berg steigen. Wo ist das Problem? Und wie einfach genau in diesem Moment da vorne die Kante runterfällt. So stumpf. 50-50. Yo, what the? Yo, also wenn das 50-50 ist, dann habe ich mir das doch nochmal anders überlegt. Alles gut, ich will doch nicht auf den Mount Everest. Ich chill hier unten, den Berg, den ich laufen muss zum Kaufland, der reicht mir. Und wo wir gerade so über 50-50 reden, ich sag's euch so, wie es ist, hier denke ich auch 50-50, ob das eine Frau oder ein Zombie ist. Macht euch bereit für das komischste Pärchen, was ich gefunden habe. We're interracial age gap couple. Of course people stare at us when we go in the building. We're interracial age. Ach du heilige Mutter Maria! We're an interracial age gap couple. Of course, people think that he's my grandson, but he's actually my husband. Also nochmal übersetzt, sie meinte, natürlich denken Leute, dass er ihr Enkel ist, obwohl er ihr Mann ist. Ja, das ist, glaube ich, das geringste Übel, was sich die Leute denken. Bro, ich würde nicht denken, dass das seine Oma ist. Ich würde denken, dass das seine seit 5 Generationen ausgestorbene Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma ist. We're an interracial age gap couple. Of course I do all the cooking. Baby, you don't like my cooking? I do, I just make sure it's very well seasoned. We're an interracial age gap couple, and of course people assume that he got with me for money and my good credit. Hey, what the fuck? Also erstmal nichts im Allgemeinen gegen die zwei Turteltäubchen da, ne? Wenn die sich lieben, okay, aber na, ich weiß nicht. Der Altersunterschied ist ein bisschen zu crazy und mir geht's auch vor allem um die Gesundheit. Irgendwie sieht sie genauso aus wie die Leute, die man in der Nacht um 3 Uhr am Frankfurter Bahnhof chillen sieht, die dich dann noch so beißen wollen, wenn du sie nur falsch anschaust. Wenn du mich einlädst, bring ich sie mit. Yo, Doc, alles easy. Du bist ausgeladen. Die Halloween-Party ist erst nächste Woche. Nimmt's mir nicht übel, aber diese Frau sieht so aus, als hätte sie seit 2 Jahren keinen Schluck Wasser mehr getrunken. Ich versuche, meine Frau zu überreden, dass sie mehr Wasser trinkt. Ja, das ist halt for real das größte Problem in der Beziehung. Ist das cringe. Manchen Menschen sollte man wirklich den Internetzugang lahmlegen. Einfach auch zum Schutz für sie selber so. Und ich glaube denen auch, dass es genau so abläuft. Die hat keinen Bock auf Wasser. Ansonsten würde sie nicht so aussehen wie SpongeBob in der Folge, wo er am Verdursten war. Was wünscht ihr euch gerade mehr als alles andere? Naja, was sie sich wünscht oder braucht, ist mir klar. Oh my God! What do we want more than anything right now? Das ist so scheiße unangenehm, ich halte das nicht mehr aus. For real, als kleiner Lebenstipp an die Jungs, datet einfach keine Frauen, die mehr als 20 Jahre älter sind als ihr. Endet nicht gut. Endet genauso, wie wenn ihr euren Homie eure Haare schneiden lässt. Kommt alle vorbei, bester Kellerfriseur in Köln. Yo, was hast du mit ihm angestellt? Das ist Körperverletzung. Der Bruder hier wollte Seiten auf 0 mit Übergang und du hast ihm Seiten auf
auch Arschritze gemacht. Wie findet ihr Haarschnitt? Ja, nee, ist geil. Richtig geile Leistung. An alle aus Köln, checkt ihn auf jeden Fall ab. Der Bruder macht gute Arbeit. Da wurde genauso gute Friseurarbeit geleistet wie bei diesem Bre hier. Benny got a haircut today. Oh mein Gott. Wäre das meine Katze oder Haustier, was auch immer das ist, und die hätte so einen Schnitt, Bro, ich hätte Angst vor der, wenn die in der Nacht da rumläuft. Das sieht so gruselig aus, wie so ein anderes Alien. Würde ich so vergessen, dass meine Katze diesen Haarschnitt hat, und dann sehe ich das Ding, ich würde das durch den Raum kicken. Da kann ich für echt nichts garantieren. Kennt ihr diese Freunde, die einfach immer die randomsten Klamotten anhaben, aber dann sagen so, yo, das ist Marke, Bro, das ist krass, du ahnst doch nicht, das war teuer, das ist heftig, das ist voll im Trend. Bro, what the hell you got on, boy? Bro, stop with all that hey, man, shit, bro. Bro, that shit is not it, bro. This shit is $700, bro. This is money. You paid $700 for that designer. Shit? You're like a big-ass Angry Bird. Bro, this is $700, bro. Bro, der Typ sieht for real aus wie einer von Angry Bird. Na, da kannst du mir auch echt nicht kommen mit so, yo, das war teuer, das war teuer. Ja, okay, es war teuer, aber es sieht scheiße aus. Was ist das? Einfach der Grinch in real life. In diesem Video hat sich ein Vater gedacht, wieso auch immer, hey, er nimmt jetzt einfach mal die Puppe von seiner Tochter und schnallt sie an seine Drohne und lässt sie ein bisschen fliegen. Ein bisschen frische Luft schnappen. You better not lose him. Ja, da fliegt sie. Noch ist alles gut. Was soll denn auch schon passieren? Also, ihr geht's doch noch völlig gut. Oh, Sugar Plum! Bye, Udi! Yo, na, der Vater ist falsch für das. Was hat er sich dabei gedacht? Wieso hat er das getan? Den seine arme Tochter, die wird jetzt für immer ein Trauma davon haben. Wie gottlos ist das denn? Obwohl, wir wissen nicht den Grund. Hätte meine Tochter sich irgendwie nicht benommen so, dann hätte ich das wahrscheinlich auch als Bestrafung genommen. Das muss richtig wehtun für sie, wie sie dort hinten ihre Puppe sieht, wie sie runterfällt. Also ich weiß nicht, wer sich von euch noch genau an die Corona-Money-Zeiten zurückerinnert, aber ich weiß, das waren auf jeden Fall abgefuckte Zeiten. Das hier ist nämlich ein Clip aus der Corona-Zeit von damals und es ist wirklich absolut crazy, was damals abging. Da fehlt die Maske. Landkreis Kostler-Ordnungsamt. Wir haben keine Maske getragen. Yo, okay, er ist doch nur Schlitten gefahren. Was soll er, wo soll er denn da jemanden anstecken? Lass den doch einfach nur Schlitten fahren. Wir sind hier, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Ja, ich. Mein Name ist Bruns. Hier gibt es eine Allgemeinverfügung, Maskenpflicht auf den gesamten Rodelhang. Da haben sie sich nicht dran gehalten, sind hier eben ohne Maske hoch, als sie uns gesehen haben. Ja, okay, okay, ihr habt es ihnen ja jetzt gesagt, so, okay, ist ja nett von euch, er setzt jetzt seine Maske auf und das Thema ist gegessen, oder? Als wir uns gesehen haben, haben sie den Ausweis dabei. Der junge Mann soll geflüchtet sein und erst im letzten Moment die Maske aufgesetzt haben. Was für geflüchtet? Der ist nicht geflüchtet, der ist einfach nur ganz normal den Berg runtergerodelt auf seinem Schlitten. Ihr seid denen doch wie Verrückte hinterhergelaufen. Als hätte er keine Ahnung was gerade, eine Bank überfallen oder 50 Menschen gekidnappt. Was folgt jetzt? Wir werden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen Sie aufnehmen und Sie bekommen dann Post von unserer Bußgeldstelle. Dort können Sie sich dann auch nochmal äußern. Ja. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Ich gelaufen, bitte. Ehrlich jetzt, ich scherze nicht. Der Bruder kann es auch gar nicht glauben, was für eine Scheiße hier gerade passiert. Der muss jetzt einfach dickes Bußgeld bezahlen dafür, dass er einfach mal beim Schlittenfahren keine Maske getragen hatte. Oh Mann, ey, diese Polizisten haben aber auch echt Langeweile, oder? Der Arme, der wollte wirklich nur sich einen entspannten Tag mit der Familie machen und jetzt das. Okay, macht euch jetzt nochmal zum Ende des Videos für etwas, ja, richtig Informatives bereit. Falls ihr mal keine Schuhe zu Hause haben solltet, weil, keine Ahnung, ihr arm seid oder broke oder euch die geklaut wurden, dann habe ich hier einfach einen easy Lifehack zum Nachmachen gefunden, wie ihr euch selber Schuhe macht. Was passiert da? Wo ist der Sinn? Ich dachte, hier werden jetzt irgendwelche Schuhe gemacht, so irgendwelche coolen Yeezys, DIY, Nike, keine Ahnung, Mann, aber was ist das?
Was passiert da gerade? Also ich muss echt sagen, ich habe wirklich wenig erwartet, aber dass es so scheiße wird, hätte ich echt nicht gedacht. Wow, das ist echt ein Endlevel an Arsch. Was ist das? Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.